Leute, willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Ja, wir gehen da unten hin, um da beim Reaktor so eine Prüfung zu machen. Aber ich möchte den Feuerregen. Habe ich den eigentlich dann nur einmal? Oder wie? Ja, Splitterhagel. Und was ist das? Okay. Was ist das hier? Oh, ich glaube, das ist böse. Ein Warzenschwein. Sollte man nicht so verwenden, das Warzenschwein zu bewegen. Gibt es sogar Fleisch. Das ist ja nicht unbedingt schlecht. Wo ist der Wächter eigentlich, den wir treffen sollten? Hat er die Prüfung gemacht? Ach, am Strand, oder? Ah, hä? Ach du Kacke. Oh, das ist der Wächter. Der CR-Golem. Das auch. Diese Schnapper sind schon ein bisschen nicht so nice. Wir haben gleich mit zwei Zaubern das hier gemacht. Ich kann sogar Fingerfertigkeit theoretisch steigern. Komm, Jaffa. Waffe. Wir haben sogar gleich zwei Zauber hier dafür verwendet. Das ist ja schon krass. Krasser Dude. Sinnvoll. Dann könnten wir jetzt eigentlich zu Mauricio zurückgehen, oder? Zurückgehen. Sollte möglich sein. Wenn wir jetzt gleich zwei Zauber verschwendet, das wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen. Alter, so ein Teufel. Dich braucht keiner. Danke. Das nehmen wir mit. Und gehen mal wieder hoch. So. Was ist hier? Fingerabsatz. Könnte man vielleicht auch ganz gut verwenden, oder ist vielleicht auch nützlich. So, dann gehen wir jetzt wieder mit Mauricio. Der scheint hier zu sein. Oh, ich habe deine Prüfung bestanden, der Golem am Strand ist tot. Ich habe deine Prüfung bestanden, der Golem am Strand ist tot. Beeindruckend.
wirklich beeindruckend. Wenn dir alle Prüfungen so leicht von der Hand gehen, solltest du vielleicht die Kadetten unterrichten. Danke. Aber lieber nicht. Schätze, dir ist eh ein anderes Schicksal bestimmt als mir. Können wir zum Wächter aufsteigen? Frage ich mich. Bin ich bereit zum Wächter? Lass mich überlegen. Du hast mich im Kampf besiegt. Das zeugt von deiner Kraft. Ich habe gehört, dass du einen Schattenlord getötet hast. Sehr beeindruckend, aber das alleine wird nicht reichen. Der Magier Ilva sagt, du hast dich hier im Lager nützlich gemacht. Du hast Mauritius' Prüfung bestanden. Das ist ein Punkt, der für dich spricht. Gordon sagt, du bist für ihn bis nach Kalador gereist, um besonderes Erz zu holen. Das können wir gut gebrauchen. Du bist eine echte Hilfe hier im Lager und lernst schnell. Stark genug für einen echten Wächter bist du auch. Endlich. Geh und melde dich beim Schmied Gordon. Er soll dir deine Wächterrüstung geben. Ohne sie ist es dir nicht erlaubt, dich Wächter zu nennen. Alles klar. Jo, das machen wir doch. Gordon. Go to Gordon. Ha. Was muss ich übers Schmied? So. Magnus schickt mich wegen einer Rüstung. Hat Magnus dich also zum Wächter gemacht, hm? Du hast es dir verdient, wenn du mich fragst. Jetzt gehörst du zu den festen Reihen der Wächter. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir sind Wächter. Wozu kann ich eigentlich jetzt noch aufsteigen, frage ich mich. Kann ich jetzt noch zum Magier werden, theoretisch? Fragen wir ihn mal. Oh, ne. Er hat nichts mehr. Gut. Dann werden wir nächstes Mal weitermachen hier. Auf Taranis. Als Wächter. Bis dahin und ciao, Leute.